Politik trägt Früchte. In dem Video seht ihr und hört ihr Walter Müller, Nationalrat der FDP St. Gallen, und Fragen stellt und das Video macht Markus Kobelt. Walter Müller, Erbschaftssteuer ist in der Diskussion und das zentrale Argument gegen die Steuer hört man immer wieder die Unternehmensnachfolge, die Übergabe von einem KMU-Unternehmen, von einem Gewerbebetrieb, auch von einem Landwirtschaftsbetrieb, von einer Generation auf die andere. Was genau wird da die Abstimmung bewirken oder was wird die Annahme von dieser Erbschaftssteuer bewirken? Also es haben ja Untersuchungen gezeigt, Umfragen, die man gemacht hat, repräsentative Umfragen haben gezeigt, dass ein grosser Teil unserer Familienunternehmen, unserer KMU-Betrieb bis zu der grösseren Einheit eigentlich die Steuer gerne könnten zahlen, ohne sie würden dann, wenn es so weit ist, eigentlich, sie müssten Bargeld aufnehmen von der Bank, sie müssten Geld aufnehmen, um die Steuer zu zahlen. Das heisst eigentlich letztendlich, müssten die Betriebe, wenn sie die Nachfolge regeln wollen, müssten sie sehr viel Jahr vorher müssen sie eigentlich überlegen, wie kann man die Steuer sicherstellen. Sie müssten Rückstellungen machen, damit die Steuer überhaupt dann könnte, wenn es so weit ist, gezahlt werden, ohne dass das Unternehmen gefördert ist. Also so wie es jetzt angelegt ist, muss man sagen, einige Unternehmen wären in ihrer Substanz gefördert, weil das Geld ist in den Anlagen, in den Gebäuden, in den Maschinen, im Know-how. Und nicht, das liegt ja in der Regel nicht auf der Bank auf. Das wäre ja eigentlich ein neues Geschäftsmodell für unsere Bank, oder? Dann würde man der Bank ein neues Geschäftsmodell sozusagen anbieten. Ja, vielleicht könnte man dann auch so eine Versicherung, ich weiss nicht, da ist ja wahrscheinlich die Fantasie noch oben offen, aber ich will es einfach nochmal betonen. Die Unternehmen müssten sehr früh anfangen, überlegen, ja, wie tun wir denn das Geld sicherstellen, damit nicht irgendwo die Liquidität des Unternehmens in Gefahr ist, durch das Zahlen, durch die Forderung von dieser Erbschaftssteuer. Und das kann ja nicht im Sinn sein von unserer Volkswirtschaft. Letztendlich wäre es wahrscheinlich ein Bumerang. Es würde Arbeitsplätze gefährden. Die Unternehmen würden sagen, ja gut, jetzt schaue ich für mich und nur für die Arbeitsplätze. Jetzt tue ich nicht unbedingt das Unternehmen sicherstellen, sondern ich tue eigentlich Steueroptimierung machen. Das wäre wahrscheinlich das Dümmste von dem, was schlussendlich aus der Steuer herausschauen könnte. Vordergrund hätte man mal Einnahmen, aber auf der anderen Seite hätte man eine Beeinträchtigung von der Wirtschaftsleistung, die dann auch wieder eigentlich minder Einnahmen bei den Steuern zur Folge haben. Herzlichen Dank, Walter Müller.